Mehr als 83 Millionen Lebensversicherungen hatten die Deutschen Ende 2021 abgeschlossen. Also mehr als wir Einwohner in Deutschland haben. Und wenn auch Ihr Geld mit dabei ist oder wenn Sie gerade davor stehen, eine Lebensversicherung abzuschließen, dann sollten Sie sich dieses Video anschauen. Wissen Sie was? Ich habe auch eine Lebensversicherung. Abgeschlossen habe ich sie irgendwie Ende der 90er Jahre. Damals gab es die Lebensversicherung noch steuerfrei, beziehungsweise die Auszahlung. Bereue ich es, dass ich die Lebensversicherung abgeschlossen habe? Naja, das Ergebnis könnte auf jeden Fall deutlich besser sein. Aber so Lebensversicherungen, die versprechen ja auch ja zumindest eine vermeintliche Sicherheit. Das Problem ist, es gibt ja unterschiedliche Arten von Lebensversicherungen. Es gibt die kapitalbildende Lebensversicherung und es gibt die Risikolebensversicherung. Zu so einer Risikolebensversicherung, das finde ich grundsätzlich ein gutes Ding. Denn man kann viel damit absichern, man kann seine Familie damit absichern. Manchmal muss man eine oder kann man eine Lebensversicherung auch als Absicherung, weiß nicht, bei einem Hauskredit oder sowas angeben. Deswegen, die Risikolebensversicherung ist durchaus ein gutes Ding. Die kapitalbildende Lebensversicherung greift nicht wirklich unser Ziel an, beziehungsweise da muss man sich wirklich fragen, erreichen wir mit einer kapitalbildenden Lebensversicherung unser Ziel? Nämlich ein Vermögen aufzubauen. Als Kapitalanlage ist diese Art der Versicherung meiner Meinung nach völlig ungeeignet. Wenn ich mir jetzt überlege, meine Lebensversicherung, die ja mittlerweile auch schon richtig lange läuft, fällt mir gerade mal auf, kann ich damit überhaupt mein Ziel erreichen, also mein Leben abzusichern oder vielleicht früher in Rente gehen? Wissen Sie was? Es fühlt sich beschissen an. Jeden Monat verzichtet man auf Geld, ne, packt das in die Lebensversicherung, bei mir zum Glück nur ein wirklich kleiner Teil. Aber trotzdem, das fühlt sich erstmal nicht gut an. Manche haben ja auch, ne, wir haben mehr als 83 Millionen Lebensversicherungen, das heißt, manch einer hat auch mehr als eine Versicherung. Und das heißt, man muss jeden Monat Verzicht üben. Man legt jeden Monat Geld zurück, was ja grundsätzlich eine gute Sache ist. Nur das Produkt ist eben nicht das Richtige. Denn wenn ich am Ende nichts davon habe, ja, dann hatte ich nur Schmerz während der Ansparzeit, weil ich jeden Monat verzichtet habe und am Ende gehe ich leer aus. Denn was ist denn das Problem an der Lebensversicherung? Die klassische Lebensversicherung und die kapitalbildende klassische Lebensversicherung, davon gibt es noch brutal viele Verträge in Deutschland. Alle Verträge ab 2022 sind mit einem Garantiezins von sage und schreibe 0,25% ausgestattet. Im Schnitt liegt die Verzinsung aller Verträge bei ungefähr 2%. Im März lag die Inflation in Deutschland bei 7,3%. Ja, und hier ist das Problem. Wenn wir uns mal ausrechnen, 7,3% Inflation, davon können wir 2,3% an Rendite abziehen, bleiben unterm Strich, ich verliere jedes Jahr richtig Geld. Und damit ist die kapitalbildende Lebensversicherung für mich eine Kapitalvernichtungsmaschine. Warum ist das so? Sind da jetzt die Versicherungsunternehmen schuld oder diejenigen, die mir die Versicherung verkauft haben? Den schwarzen Peter will ich denen gar nicht zuschieben. Das Problem ist, es gibt gewisse regulatorische Anforderungen an eine Lebensversicherung. Und da muss man eigentlich sagen, der mittlerweile entmündigte Anleger, für den muss alles sicher sein. Und dafür gibt es diesen Garantiezins. Und deswegen legen Lebensversicherungen die Beiträge, die wir jeden Monat einzahlen, die werden so zu 80% in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Festverzinsliche Wertpapiere, also zum Beispiel Bundesanleihen, da gab es noch vor einigen Monaten, gab es noch negative Verzinsung darauf. Mittlerweile gibt es wieder ein bisschen was, aber unter 1%. Also, das ist wirklich Kapitalvernichtung. Mittlerweile gibt es aber auch Fonds,
die ohne Garantiezins arbeiten. Und dort wird mir zumindest garantiert, das Geld, was ich eingezahlt habe, wird mir auf jeden Fall garantiert zurückgezahlt. Allerdings, also es hängt natürlich immer von den einzelnen Verträgen ab, habe ich jetzt was gelesen, allerdings erst nach 15 Jahren. So, das heißt, wenn ich jetzt, heute mein Geld in Qualitätsaktien anlege, dann ist mein Risiko in 15 Jahren, so hoch ist es auch nicht. Und ich sag mal, die 2% Rendite, die eine Lebensversicherung abwirft, das kriegen Sie auch ganz alleine hin, wenn Sie ja, Ihr Geld selber in die Hand nehmen. Ich möchte hier im Handelsblatt, da haben wir es, aussichtsloser Kampf, da möchte ich einen Berater zitieren und der sagt, alle Deutschen sind unterversichert. Ich habe es jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, denn er sagt, naja, aufgrund der Tatsache, dass die Inflation ja die Renditen bei den Lebensversicherungen auffrisst, müssten wir eigentlich noch mehr Geld da reinpacken. Also, ich bin nicht der Meinung, dass wir Deutschen unterversichert sind. Ich bin der Meinung, dass lediglich unsere Aktienquote viel zu niedrig ist. Aktien genießen natürlich auch leider weiterhin einen schlechten Ruf. Viele leiden immer noch am Trauma der Deutschen Telekom. Spekulation ist völlig verrufen, wenn ich erzähle, naja, ich bin an der Börse, ach um Gottes Willen, die bösen Börsianer. Und vom Trading will ich da noch nicht einmal sprechen. Also, Investitionen in Aktien und Trading bergen natürlich ein Risiko. Ganz klare Sache. Nicht in Aktien zu investieren oder nicht zu traden, das ist aber ein viel größeres Risiko. Nein, eigentlich nicht, denn das ist natürlich Sicherheit. Das ist die Sicherheit eines Verlustes, den wir auf jeden Fall erlangen. Geht es um das Thema Altersvorsorge, dann müssen wir in Aktien investieren. Dann müssen wir einen Großteil unseres Geldes langfristig in Qualitätsaktien parken, in Qualitätsaktien investieren. Qualitätsaktien sind Unternehmen, die relativ stabil durch vergangene Krisen gelaufen sind. Kann man sich einfach mal einen Chart angucken. Aktien, die einen langfristigen Aufwärtstrend haben. Jede Aktie, es gibt immer mal Korrekturen. Da sind auch Korrekturen 20, 30, auch mal 50% dabei. Aber es gibt auch Aktien, die wirklich ja schön stabil durch wilde Fahrwasser gerudert sind. Investieren Sie regelmäßig in Qualitätsaktien. Über Sparpläne, wegen mir auch in ETFs. Und wenn wir mal fallende Marktphasen haben, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um Positionen aufzustocken, um ETFs zu kaufen. Und dann machen Sie auf lange Sicht, wenn wir das mal auf 15 Jahre betrachten, machen Sie nichts verkehrt. Und wir brauchen eine gute langfristige Strategie, aber darauf allein würde ich mich persönlich auch nicht verlassen. Langfristige Investments sind immer marktabhängig und oftmals auch schmerzhaft. Langfristiges Investieren, Gottes Willen, das ist auf jeden Fall gut. Das ist eine gute Sache. Aber es gibt noch etwas mit ein bisschen mehr Pep. Und wenn Sie mehr Rendite wollen und wenn Sie Spaß haben am aktiven Geld verdienen, wenn Sie Spaß an der Börse haben, dann ist Swing Trading eigentlich die einzige Option für eine wirklich höhere Rendite. Das Swing Trading funktioniert so, dass man nicht so ewig lange in einer Aktie, in einem Markt engagiert ist, sondern immer dann, wenn sich eine Chance gibt, dann schlägt man zu. Und dann werde ich aktiv, das Ganze nach einem festen Regelwerk, dann nehme ich auch zügig einen Gewinn wieder mit. Ich schneide mir einfach so ein kleines Scheibchen aus dem Markt heraus. Und so kann ich in steigenden und in fallenden Marktphasen davon profitieren.
um so ja mein langfristig ausgerichtetes Depot, um dem noch ein Stück weit mehr Pep zu verleihen. Ich habe bereits 2004 mit dem Trading angefangen, damals noch in Stuttgart an der Börse als Aktienhändler. Mittlerweile habe ich viele erfolgreiche Kunden im Swing Trading ausgebildet. Menschen, die vorher eigentlich keine Ahnung vom Traden hatten oder keine Ahnung von der Charttechnik hatten. Und wenn Sie auch das Swing Trading lernen wollen, wenn Sie dadurch mehr Rendite erzielen möchten, wenn Sie mit mir gemeinsam den Weg gehen wollen, dann besuchen Sie meine Homepage steinrückenakademie.de und tragen sich dort für ein Strategiegespräch ein. Dann sprechen wir mal drüber, wo Sie stehen, wie ich Ihnen weiterhelfen kann.